Hi, willkommen zu meinem kleinen Vorspiel vom neuen Haus. Ich habe das noch nicht fertig, es ist nur ein ganz kleines Stückchen fertig leider. Da fehlen leider noch 80%, ne 50, Entschuldigung, oder 60%, ja 60% sagen wir mal. Ja, das ist hier schon mal die Rückseite von dem Haus. Wie man sieht, ich bin noch dabei. Ist noch alles leer, da kommt noch alles Wohnung rein. Der Baum ist erstmal provisorisch hier, braucht die richtige Höhe noch, genau wie der da vorne, aber der ist ungefähr schon an der richtigen Stelle. Sehr viele Ecken und Kanten mal wieder. Alles noch im Rohbau hier. Das wird ein großes Haus diesmal werden. Größer als die anderen drei. Deswegen dauert es auch ein bisschen länger. Berg habe ich ja schon teils weggenommen hier. Durch ein Add-on, was ich gefunden habe. Ging es ein bisschen schneller. Ja, das ist hier die Seite. Und hier ist der Spielplatz, das fertige Haus, was wir ja schon haben. Hier ist ja schon soweit fertig, das Haus. Auch schon soweit die Wohnungen vorbereitet, damit ihr es einrichten könnt. Fünf Balkone, genau wie da drüben. Und die Besonderheit an diesem Haus ist, wir gehen mal kurz nach vorne. Hier muss auch noch fertig gemacht werden, der Weg. Das dauert auch noch, wie wir das Haus immer fertig haben. Hier sind vorne Balkon und hier sind so eine Erker, wo man sich dann noch schön reinstellen kann. Wir gehen mal kurz hoch hier. Ja, ein bisschen verwinkelt hier alles. Hier kann man hinten rausgucken, wo wir gerade waren. Gehen wir mal in den Stockwerk rein hier. Hier was, glaube ich. Ja, hier kann man dann schön runtergucken, auf den Balkon rauf. Die Straße angucken, die wie die Main-Kaster rumfahren. Aber alles noch im Bau. Ist eine der schöneren Wohnungen wieder, wenn man auf sowas steht, natürlich nur. Das andere ist ja fast identisch wieder hier. Hier gehen wir wieder runter. Hier geht es wieder zum Keller, hier geht es hinten raus. Wir wollen nach vorne raus. Das geht hier lang. Alles noch im Rohbau, wie man sieht. Hier kommt noch eine Straße hin, Fußweg und so. Treppeneingang kommt auch noch ran hier bei dem einen Haus. Und das ist hier von vorne jetzt. Das komplette Ding hier. Ne? Hier könnt ihr, hier ist die Hausmeisterbüro. Hier könnt ihr dann eure Büro einrichten, wenn ihr die Map haben wollt, als euer Server. Hier sind wieder Wohnungen alles. Hier kommt noch alles, ein kleiner Hinterhof hin sozusagen, mit Müllplatz und sowas. Das ist alles noch ein Bau. Wie man sieht hier, hier geht es noch weiter und es wird noch gespiegelt, das Haus. Das heißt, es geht hier noch hinten weiter ein bisschen. Es ist noch viel, viel Arbeit vor mir, aber habt ihr schon mal einen kleinen Einblick, wie weit ich bin. Diesmal ist kein Download-Link darunter, weil das noch nicht freigegeben ist, das Haus. Weil noch das noch gar nicht fertig ist, ne? Aber ihr seht, ich habe nicht auf der faulen Haut gelegen, ich habe hier weitergebaut. Ja, wie gesagt, willkommen, wenn ihr das gerne bauen wollt. Also die Einrichtung, schickt mir die Fotos zu. Und ich werde das dann in die Wohnung einbauen, wie ihr es gemacht habt. Benutzt am besten keine Mods, sondern die Standardversion ab 1.72 reicht eigentlich. Hier kommt noch alles Wohnungen rein. Hier kommt Toiletten rein. Ja, dann werde ich mal weiterbauen für euch, damit ihr das Haus bald beziehen könnt und angucken könnt in voller Pracht. Ich wünsche euch noch was. Bis dann. Tschüss.